Hi, willkommen bei Grand Chill Barbecue und Lifestyle. Heute wird gewokt, aber keine Angst, das funktioniert auch auf dem Seitenbrenner, in der Wokpfanne oder auf dem Herd. Geht ein bisschen länger, aber kein Problem, es wird fast so gut. Es gibt Lemongrass Chicken im Roaring Dragon Style von Michi. Und wie ich das gerade gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Starten wir hier gleich durch mit den Zutaten. Wir brauchen 2 Teelöffel Maisstärke, einen halben Teelöffel frisch gemahlener Pfeffer, einen halben Teelöffel Salz, 100 ml Hühnerbrühe, einen Esslöffel Fischsoße, 2 bis 3 Stängel Zitronengras je nach Größe. Da brauchen wir das weiche Innere fein gehackt. Einen Esslöffel Knoblauch fein gehackt, 1 bis 2 Teelöffel Jalapenos fein gehackt. Ich habe keine hier. Dann nehmen wir getrocknete Chilis. Ich nehme nicht zu viel, die Kinder essen mit. Eine kleine Zwiebel halbiert und in feine Scheiben geschnitten. Dann noch unseren Hauptdarsteller, das sind 300 Gramm Hühnchen, Oberschenkel, Steaks, ausgelöst, ohne Knochen. Die sind richtig saftig und lecker. Kann ich euch nur empfehlen. Das sind die ganzen Zutaten, ist alles in der Infobox beschrieben. Dann starten wir gleich durch mit den Hühnchen schneiden. Wie immer beim Hühnchen schneiden, nehme ich ein Kunststoffbrettchen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite und dann schneiden wir uns die in mundgerechte Stücke. Die Haut lasse ich dran. Die wird dann schön kross und lecker. So sieht das gut aus, passt. Dann machen wir uns die Marinade. Nehmen wir uns das Huhn, geben die Stärke darüber, den Pfeffer, das Salz, mischen das mal gut durch. Dann noch ein Esslöffel Öl dazu. Schauen, dass alles gut durchmengt ist. Und dann stellen wir das für eine Stunde in den Kühlschrank. Bis später. Weiter geht's mit dem Lemongrass. Das halbieren wir. Schneiden aus der Länge auf. Und nehmen nur das Innere, das Weiche. Das Äußere ist hart, das können wir nicht gut essen. Aber der innere Teil ist schön weich. Strunk weg. Und dann das Ganze fein hacken. Das sieht gut aus. Nehmen wir uns den Knoblauch. Hier dasselbe. Circa 1 Esslöffel.
Dann noch die kleine Chili hier. Die hat richtig Bums. Ich nehme die Kerne raus. Sieht noch nicht viel aus, reicht aber allemal für uns. Wer es gerne ein bisschen schärfer hat, kein Problem. Nehmt eine Jalapeno oder auch zwei. Dann noch die Zwiebel. Halbieren wir. Nehmen die Schale ab. Und schneiden die fein auf. Ja, dann haben wir die Vorbereitung geschafft. Dann geht's rüber an Wok, würde ich mal sagen. Wie man könnte das Ganze auch auf dem Seitenherd machen, auf der Seitenplatte vom Grill oder in der normalen Bratpfanne, geht ein bisschen länger, aber das Ergebnis wird ähnlich. Natürlich nicht so viel Geschmack drin wie hier, aber macht dem Rezept keinen Abbruch. Und mal ein bisschen einheizen, bis der Wok Rauch zu rauchen beginnt. Fangt dann zu rauchen, ein guter Schuss Öl rein. Wenn er zu heiß ist, kann das passieren. Und das ist die Action am Wok. Ne? Dann nehmen wir uns eine gute Handvoll von dem Fleisch. Verteilen das ein wenig. Und lassen das mal 30 Sekunden richtig gut anknuspern. Dann das Ganze mal gut umrühren. Wenn das gut eine Farbe gezogen hat, passt das. Gehen wir mal auf die Seite. Schuss Öl rein. Jetzt machen wir den Knoblauch rein. Chili. Und das Lemongrass, Limonengras. Rauchen das ganz kurz an. Passt auf, dass es nicht schwarz wird, das geht ruckzucki. Wenn der Chili anbratet, passt auf. Dämpfe können sehr Hustenreiz verursachen. In dieser Menge geht das gerade noch. Dann die Zwiebeln dazu und kurz glasig anschwitzen. Dann die Brühe rein und den Esslöffel.
Fischsoße. Dann das Hühnchen dazu. Jetzt das Ganze einkochen. Hier geht das relativ schnell. Da verdunstet die Brühe extrem, bis euch die Konsistenz passt. Leute, das riecht unglaublich lecker, gute Konsistenz, passt für mich so wie beim Asiaten um die Ecke. Dann wird angerichtet. Ich freue mich. So, Freunde, habt's gesehen. Sieht mal lecker aus. Ein bisschen Jasminreis dazu. Und dann würde ich sagen, wir testen das mal an. Gute. Die Oberschenkel, der Hammer. Super zart, saftig, nicht dockigart. Gute Konsistenz, mit der Maisstärke natürlich. Ich muss nochmal, sorry. Super Lemon-Geschmack. Leichte Schärfe. Für mich eine gelungene Sache. Würde mich freuen, wenn ihr das mal nachmacht. Testet es aus. Und wie immer würde ich mich natürlich sehr freuen über einen Daumen hoch, weil Däumchen werden Träumchen. Ein Abo nicht vergessen, Jobplan Ciao und 2 weitere Folgen. Instagram und bis zum nächsten Mal bei Green Chill Barbecue Lifestyle. See ya!